Hallihallo, da bin ich wieder mit einer neuen Runde Dead by Daylight. Und ich spiele den Adam Francis mit seinen einzigartigen lehrbaren Perks, um das Achievement zu erhalten. Und wir spielen gegen die Nurse. Was so ziemlich das Schlechteste ist, was ich mir hätte vorstellen können jetzt hier. Aber wir machen das Beste draus. Ich nur wüsste, von wo sie kommt. Von dort. Ah, mein Item ist weg. Ich wollte mich eh nicht heilen. Dankeschön. Okay. Sucht mich noch. Ich würde sehr gerne mal irgendwie was anderes machen, junge Lady. Sie sagt nein. Warum läuft sie denn die ganze Zeit? Die macht mich wahnsinnig. Ja. Natürlich spiele ich jetzt noch eine Runde mit dem Adam Francis, mit dem lieben Lehrer aus Jamaika. Denn ich wollte ja das Achievement haben, nur dafür spiele ich ihn jetzt, ja. Das habe ich ein bisschen verballert in der letzten Runde. Oh Mann. Ich würde mich einfach gerne mal an Jen setzen. Könnten wir uns darauf einigen? Ich sehe gar nicht, wo sie liegt. Hä? Hat sie K.O. dabei? Oder wie heißt das? Die slackt. Die hat dieses. Achso, nee, die hat die auf dem Arm. Okay, alles klar, ciao. Ach Mann. Ich will einfach was anderes machen. Ich habe jetzt einmal den Pebble wieder benutzt. Und ich habe Autodidakt übrigens in der letzten Runde nicht gut erklärt. Und zwar habe ich kein Heilungs-, also keine schnellere Heilungsgeschwindigkeit, sondern Autodidakt ist, dass man bis zu 5 Stacks bekommt, wenn man heilt. Pro Skillcheck kriegt man dann einen Bonus von am Anfang minus 25%, also Bonus von minus 25% am Anfang pro Skillcheck. Das heißt, erstmal geht die Heilungsleiste zurück. Beim zweiten Skillcheck sind dann nur noch minus 5% und es geht dann bis zu 5 Stacks hoch, wenn man es auf Stufe 3 hochgelevelt hat. Alles andere als Stufe 3 macht eigentlich keinen Sinn. Weil man dann eine Heilungsgeschwindigkeit, nicht Heilungsgeschwindigkeit, sondern einen Fortschritt pro Skillcheck hat von bis zu plus 55%. Aber eben nur, wenn der Skillcheck kommt. Und deswegen ist das halt ein ganz nettes. Jetzt kannst du mich auch eben heilen. Na komm. Gut, dann eben nicht. Ja, es sind ein bisschen weirde Runden. Ich bleib hier am Gen.
Oh, sie lässt sich sterben. Ich sag ja, es sind weirde Runden. Aber wir haben schon ziemlich viele Gens gemacht. Gegen diese laufende Krankenschwester. Ah, sie facecampt sogar. Ja, das ist ja klasse. Gut, das heißt aber auch, dass ich Autodidakt schon wieder nicht zeigen kann. Einer fehlt noch und sie... Jetzt campen die da zu dritt quasi, ne? So, ich brauche noch einen Generator. Der ist gemacht. Dann nehme ich mal den hier oben drauf. Ich weiß ja, wo die Nurse ist. Schade. Ich gerne weiterhin gewusst, für die Nurse ist. Der wäre mir eigentlich lieber, der Jen. Aber was soll's. Ich mach diesen hier jetzt. Ich zieh den durch. Das ist das Beste, was ich jetzt machen kann. Aber doch, die hat dieses Perk, dass man nicht sieht, wo die Person liegt. Wenn sie die M1st. Und Barbecue kann sie ja auch offensichtlich nicht haben. Soweit ich weiß, ein Totem, oder? So, jetzt hier oben. Ja. Ist eigentlich zu offensichtlich, dass ich mich hier verstecke. Aber ich bin halt auch laut wie sonst was, ne? War der andere Gen. Also dort drüben waren zwei. Und dann müsste ich eigentlich... Vielleicht ist da ja noch irgendwo einer. Da ist einer gemacht. Oh ne, ich glaube, wir haben uns hier gethreegent. Ja, also Nurse's Calling hat sie entweder nicht oder wir sind außerhalb der Reichweite. Danke. Ich bleibe jetzt mal bei ihr. Oder ich mache Totems. Totems machen das auch immer gut. Wäre schon gut, wenn wir jetzt zu zweit irgendwo an Jen gehen könnten. Ah, sie croucht hier durch die Gegend. Sehr schlau, liebe Mac. Oh, das war definitiv die falsche Richtung. Ja, also von Mac kann ich keine große Hilfe mehr erwarten, denke ich. Ich habe das Gefühl, dass die jetzt croucht, solange bis ich sterbe. Ja, es sind im Moment sehr spannende Spiele, muss ich sagen. Ich habe die Luke, alles klar.
aber von wo kommt sie? Von dort? Nee, das ist Mac. Oh, okay. Dann gehen wir mal zur Luke. Sorry, liebe Mac. Moment. Killer-Check? Dort. Die war hier. Irgendwo war sie. Bitte? Danke. Dort. Ich wusste es doch. Na gut, und da haben wir die Trophäe ein bisschen unehrenwert geschafft. Aber was soll ich machen? Ah, ich habe mich noch jagen lassen. Ich hing kein einziges Mal, ne? Und ich habe, glaube ich, auch nicht richtig viele Punkte gekriegt. Aber einen Pip habe ich wieder gekriegt nach dem D-Rank am Wochenende. Tut mir echt leid. Oh, das ist echt peinlich, so wenig Punkte, ne? Oh, die hatte zwei pinke Add-ons. Okay. Okay. Die Krankenschwester kann nur noch zu Orten in ihrer Sichtlinie teleportieren. Was heißt das? Hm. Gut, aber ich habe den geschickten Adam Francis geschafft. Die Runde davor, die ich aufgenommen habe, die war ganz gut. Die Runde danach habe ich wieder gelöscht. Die war richtig schlecht. Ja, und irgendwie zieht sich hier so eine Linie durch, dass ich aus der Luke entkomme und dafür die Achievements bekomme. Ja, ich sag mal trotzdem GG und bis zum nächsten Mal.